So, einen wunderschönen guten Abend. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zum heutigen Abend. Ich freue mich ganz sehr, dass schon wieder so viele den Raum betreten haben und dass es so viele Interessenten gibt an Future Optionen. Das ist ja jetzt der zweite Teil einer Webinarreihe von Lynx Broker. Und im ersten Teil haben wir uns damit beschäftigt, wie es möglich ist oder sein könnte, mit Future Optionen ein passives Einkommen zu generieren. Und heute haben wir ein neues Thema. Wenn dann die Future Optionen schon angewendet werden, wie kann ich denn den mit Optionen, den S&P 500 oder den Nasdaq 100 Index handeln? Und ich freue mich erstmal ganz sehr, dass einige, viele wieder dabei sind, die auch schon das erste Webinar angeschaut haben. Und für diejenigen, die mich noch nicht kennen, ganz kurz nochmal, mein Name ist Jörg Reichen und ich habe mir meinen Traum erfüllt, mit 55 aus dem beruflichen Hamsterrad auszubrechen, war über 23 Jahre Geschäftsführer in der Automobilindustrie und vor allem mit Future Optionen ist es mir dann gelungen, die Einnahmen, das passive Einkommen so zu erhöhen, dass dieses das gute Gehalt als Geschäftsführer überstieg und ich mir meinen Traum erfüllen konnte, aus dem Hamsterrad auszubrechen. Und heute habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht und bin geschäftsführender Gesellschafter der Reichen Consulting GmbH. Also, fangen wir an. Gehen wir in die Präsentation rein. Wie handelt man denn den S&P 500 beziehungsweise den Nasdaq 100 Index mit Optionen? Und ich möchte, während Sie sich den Disclaimer durchlesen, gleich darauf hinweisen, dass es heute etwas komplexer wird als das letzte Mal. Also für diejenigen, die sich jetzt noch nicht so sehr mit Future Optionen beschäftigt haben, können die Themen etwas komplex sein. Aber keine Sorge, wir werden am Ende schon dann dahin kommen, dass es gar nicht so komplex ist, weil nicht alle Dinge, die ich heute vorstelle, für alle anwendbar sind. Und wie beim letzten Mal habe ich am Ende des Webinars für Sie eine kleine Überraschung vorbereitet. Also bleiben Sie gerne dran und ich verspreche schon für diejenigen, die im ersten Webinar nicht dabei oder die dabei waren im ersten Webinar, es ist nicht die gleiche Überraschung. Gut, und noch ein ganz wichtiger Hinweis, weil wir gerade beim Disclaimer sind, wir werden heute auch in die TWS reingehen, also eine Trader Workstation von Lynx Broker. Und anhand einiger Beispiele durchgehen, wie Optionen auf den S&P 500 oder auf die Nasdaq zu handeln sind oder möglicherweise handelbar sind. Und ich möchte gern, dass Sie wissen, dass Sie oder dass Sie sollten diese Dinge auf keinen Fall nachhandeln. Also das ist mir ganz, ganz wichtig, dass Sie die Dinge auf keinen Fall nachhandeln. Ja, so, kurze Frage in die Runde, bevor ich starte, technisch alles okay, ich hoffe, Sie können mich hören, vielleicht gibt mir ganz kurz jemand mal über den Chat eine Information, ob alles okay ist, super, prima, freut mich, dann passt das. Okay, also, fangen wir an, wie handelt man den S&P 500 beziehungsweise Nasdaq, aber wir fangen erstmal mit dem S&P 500 an, mit Optionen. Also bevor wir dort reingehen, erst einmal ein paar Worte überhaupt zum S&P 500. Was ist das? Ja, das ist der sogenannte Standard & Poor's 500 Index, kurz S&P 500. Und dieser wiederum umfasst die Aktien von der 500 größten börsennotierten amerikanischen Unternehmen. Und diese Unternehmen sind natürlich oder es sind nach Marktkapitalisierung gewichtet. Das heißt, es sind die 500 größten börsennotierten amerikanischen Unternehmen im Index nach Marktkapitalisierung. Und damit ist der S&P 500 der größte US-amerikanische Aktienindex und gehört weltweit zu den meistbeachteten Aktienindizes der Welt. Also der S&P 500, der wird wirklich sehr, sehr intensiv an den Börsen gehandelt, dieser Index.
intensiver als die Nasdaq 100. Und wir werden uns das dann auch anhand einiger Beispiele anschauen. Um überhaupt in den Index S&P 500 aufgenommen zu werden, sind bestimmte Kriterien zu erfüllen. Ja, also ein Unternehmen muss eine Marktkapitalisierung von mindestens 8,2 Milliarden Dollar, US-Dollar aufweisen. Damit ist schon einmal ausgeschlossen, dass in diesen Index kleine Unternehmen hineinkommen, sondern das sind wirklich große Unternehmen, die der S&P 500 abbildet. Das Handelsvolumen muss mindestens 250.000 Aktien in den 6 Monaten vor der Aufnahme betragen haben und die Aktie muss mindestens seit einem Jahr öffentlich an der New York Stock Exchange, also an der NYSE in New York oder im Nasdaq gelistet sein. Mindestens die Hälfte der Aktien muss öffentlich zugänglich sein und ganz, ganz wichtig, im Quartal vor der Aufnahme muss das Unternehmen schwarze Zahlen geschrieben haben. Ja, und die 4 Quartale vor der Aufnahme müssen auch einen Gesamtgewinn aufweisen. So viel erst einmal zum S&P 500. Und wir schauen uns mal ganz kurz den Chart an. Wie hat er sich entwickelt? Und der ist natürlich in den letzten Jahren extrem gestiegen. Ja? Und für mich ist das immer, ich bin ja eigentlich ein positiver Mensch und sehe die Welt sehr positiv. Allerdings ist natürlich so ein starker Anstieg jetzt nicht der Garant dafür, dass dieser extreme Anstieg sich unendlich so fortsetzt. Also gerade dieser Anstieg bietet natürlich auch Risiken, dass es irgendwann auch wieder mal nach unten gehen könnte. Das muss jetzt nicht ein extremer Crash sein, aber das könnte durchaus eine heftige Korrektur sein, die irgendwann mal wiederkommt, weil gerade also so ein Anstieg auf Dauer, wären ja dann die Rocket to the Moons. Ja, also das wäre sensationell, wenn das immer so beibehalten würde. Aber wann das kommt, wissen wir nicht. Umso wichtiger ist es, Strategien zu kennen, die eben nicht nur in steigenden Märkten Gewinne abwerfen, sondern die auch in Märkten Gewinne abwerfen können, die eben mal nicht so gut laufen, in Seitwärtsmärkten oder in fallenden Märkten. Insofern wäre das ganz interessant oder ist das sehr interessant für Sie, sich auch mit anderen Anlageinstrumenten, wie zum Beispiel Optionen, Future-Optionen zu beschäftigen und sich dort an der Stelle weiterzubilden, weil dann reagieren wir immer auf die derzeitige Situation, auf den derzeitigen Trend und wenn es eben mal in die andere Richtung geht, dann bieten sich Future-Optionen super an, um auch in fallenden Märkten mit gewissen Strategien Gewinne erzielen zu können. Okay, fangen wir an. Wie lässt sich der S&P 500 handeln? Es gibt einen Standard-Future-Kontrakt auf den S&P 500 und der hat das Kürzel SP, wird gehandelt an der CME, das ist also die Chicago-Börse, die Globex. Und darum soll es heute nicht gehen, aber der Future-Kontrakt liegt dem S&P 500 sozusagen zugrunde. Das ist der Standard Future. Und der hat einen Multiplikator von 250 mal den derzeitigen S&P 500 Kurs. Und der liegt ungefähr bei 5.150 Punkten. Ist jetzt wieder ein bisschen gefallen. Als ich die Präsentation vorbereitet habe, war das so. Und wenn man jetzt diesen Multiplikator ansetzt, dann kommen wir auf einen Kontraktwert 250 mal 5.150 Punkte. Bedeutet also, wir hätten einen Kontraktwert von 1.287.500 US-Dollar. Und das ist natürlich für einen Kleinanleger schwierig handelbar. Natürlich werden Futures auch können auch von Privatanlegern gehandelt werden. Eine Kursänderung, also der Multiplikator bedeutet immer, wenn sich der Kurs um einen Punkt ändert, dann entspricht das dieser Punkt 250 Dollar. Ja, wenn es steigt, Gewinn, wenn es fällt, Verlust. Aber darum soll es heute nicht so sehr gehen. Wir wollen uns eher auf die Optionen fokussieren und dort bieten sogenannte E-Mini-Future-Kontrakte, die sich eben genau auf diesen Standard-Future-Kontrakt beziehen, günstige Gelegenheiten oder gute Gelegenheiten für den Privatanleger, weil die repräsentieren letztendlich nur einen Bruchteil des Standard-Future-Kontraktes und sind somit auch für Kleinanleger handelbar. Einer, der sehr
gern gehandelt wird. Das sind also jetzt sind Future-Optionen auf den S&P 500. Da gibt es den sogenannten E-Mini S&P 500 Future und die Option darauf kann man wunderbar handeln. Wir gehen das auch gleich durch. Diese Option hat einen Multiplikator von 50. Ja? Das heißt also, jeder Punkt bewegt 50 US-Dollar. Der Ausübungsstil der Option ist amerikanisch. Amerikanisch bedeutet, dass diese Option jederzeit ausgeübt werden kann, also nicht unbedingt bis zum Laufzeitende. Also es ist durchaus möglich, wenn der Käufer seine Option ausübt, dass dann auch die Option verkauft werden muss als Stillhalter. Das sind wir das letzte Mal ja durchgegangen. Ausübungsmethode ist die physische Lieferung. Das heißt also, in dem Fall wäre es so, dass im Falle dessen, dass die Option ins Geld geht und die Ausübung erfolgt, dass also dass der Future in das Depot eingebucht wird. Und zwar der E-Mini, ja, der E-Mini, der also diesen Multiplikator 50 hat. Und entscheidend ist, das hatte ich ganz am Anfang vergessen, da komme ich aber gleich noch drauf, ist die Verfügbarkeit. Ja. Die Verfügbarkeit dieser Future-Option auf den S&P 500, die ist eigentlich fast rund um die Uhr. Ne? Nach europäischer Zeit zwischen 0 und 23 Uhr ist dieser E-Mini S&P verfügbar. Allerdings sollte darauf geachtet werden, dass man diesen E-Mini auch wirklich nur in der regulären Handelszeit handelt, weil die Liquidität in der regulären Handelszeit viel größer ist. Und dann fällt mir gerade noch was ein, was ich sagen wollte am Anfang, und das habe ich vergessen, weil ich ja gerade bei der Handelszeit bin. Aus dem ersten Webinar heraus sind einige Anfragen, haben wir einige Gespräche geführt mit Interessenten. Und es gab dann immer zwei Fragen. Und die erste Frage, also die hauptsächlich gestellt wurden, die erste Frage war, wie viel Zeit benötigen Sie denn für den Handel mit Future-Optionen? Und jetzt ist das immer so, das möchte ich gleich mal in diesem Zusammenhang beantworten. Jetzt ist das ja so, das hängt immer davon ab, wie intensiv man diesen Handel betreibt. Ja. Entscheidend, man kann das also sehr exzessiv betreiben, aber man kann das auch sehr entspannt betreiben. Ich kann jetzt nur meine Erfahrung überbringen, wie viel Zeit ich für den Future-Optionen-Handel verwende. Und zwar nutze ich mein eigenes Trendfolgesystem, um Handelsideen herauszuarbeiten. Und das mache ich einmal in der Woche, meist am Wochenende Samstag oder Sonntag, für eine Stunde. Es ist ungefähr eine Stunde. Möglicherweise braucht man am Anfang anderthalb Stunden. Irgendwann kommt Routine und es geht schneller. Eine Stunde, dann gucke ich mir an, wie ist die Woche, also wie ist der Wochenchart gelaufen, weil die Informationen für die Woche bekomme ich ja dann erst nach Börsenschluss am Freitag. So, also anderthalb Stunde, um Ideen für die Folgewoche zu entwickeln. Und dann benötige ich ungefähr 2 bis 3 Stunden in der Woche, um die Ideen nochmal detailliert zu bewerten, um die dann auch im Markt umzusetzen und auszuführen. Ja? Und möglicherweise auch Ideen während der Woche zu korrigieren. Und das führt mich jetzt wieder zu dieser regulären Handelszeit. Der große Vorteil ist jetzt, dass ich diese Aufgaben am Abend machen kann. Also für Leute, die jetzt Kinder haben, die sind dann schon im Bett. Wir haben also 6 Stunden Zeitverzögerung zur USA. Und die USA sind 6 Stunden hinter uns. Das heißt, die Börsen sind aus unserer Sicht, aus deutscher Sicht, bis 23 Uhr geöffnet, beziehungsweise bis 22 Uhr geöffnet. Und ich kann also diese Dinge dann am Abend machen, wenn die Kinder im Bett sind, wenn der deutsche Tagesablauf sich eigentlich dem Ende neigt. Und es war früher so, dass meine Frau zum Beispiel, wenn wir einen schönen Film uns angeschaut haben, dann hatte ich manchmal auch einen Laptop auf meinen Knien auf dem Sofa und habe dann geguckt, oh, was machst du denn jetzt und wie setzt du das um? Meine Frau hat immer gefragt, was machst du denn jetzt eigentlich hier mit dem Laptop? Und ich habe gesagt, nun ja, ich verdiene einfach ein bisschen Geld und die Börsen haben noch bis 23 Uhr geöffnet. Und es ist ein schönes Hobby gewesen, was ja wie gesagt heute Beruf ist,
ein Hobby, was kein Geld gekostet hat, sondern was Geld gebracht hat. Insofern war dann auch das Verständnis bei meiner Frau da. Also, das soweit, wie viel Zeit ich benötige. Ich persönlich, das ist bei jedem ein bisschen anders. Und natürlich benötigt man am Anfang wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Zeit, weil alles noch neu ist, weil noch keine Routine da ist. Die zweite Frage ist gewesen, die am meisten gestellt wurde, was bringt denn eigentlich der Handel mit Future-Optionen? Welche Renditen sind denn realistisch? Und das kann man natürlich auch nicht mit Sicherheit beantworten, weil jeder einen anderen Handelsstil hat, weil jeder das, wie gesagt, intensiver oder weniger intensiv betreibt. Was ich, so wie ich das anwende, als realistisch einschätze, ist, dass es durchaus möglich ist, zwischen 15% und 25% Rendite zu erreichen. Das bedeutet, da wir meistens im Stillhaltergeschäft unterwegs sind, das würde bedeuten, dass man bei einem 100.000er Konto durchaus 15.000 bis 25.000 Euro an Prämien jährlich einnehmen kann. Also das ist aus meiner Sicht auch mit konservativen Strategien möglich, wenn man das wirklich auch richtig anwendet und an der Stelle auch keine Fehler macht. Also dass man die Strategien auch konsequent anwendet. Das könnte durchaus drin sein. Da will ich nicht zu viel versprechen. Okay, das dazu. Also der E-Mini S&P 500, Kürzel ES, das ist derjenige, der sehr oft gehandelt wird. Gehen wir auch gleich mal rein. Und dann gibt es natürlich noch für kleinere Konten, gibt es den Micro E-Mini S&P 500. Und der hat einfach vor dem ES ein M für Micro. Der unterscheidet sich lediglich dadurch, dass der Multiplikator statt 50 eben 5 ist. Ja. Und wir werden es jetzt uns gleich mal anschauen, indem ich meinen Bildschirm freigebe. Und dann sehen Sie hier die Lynxburger Handelsplattform, EWS. Und ich habe jetzt hier mal, so sieht also der Option Trader aus. Und Sie sehen, der ist auch live verbunden, da bewegt sich was. Und wir haben ja aktuell, das sieht man hier oben, aktuell haben wir einen Stand von, je nachdem, welche Laufzeit wir nehmen, welchen Future, einmal um die 5.100 Punkte bei dem S. Ja. Und wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass wir eine Put-Option verkaufen würden, dann sieht man hier schon, dass wir Multiplikator 50 haben bei dem ES. Und wenn wir etwas weggehen von dem heutigen Preis, dann würden wir, nehmen wir an, wir würden diese Option verkaufen. Das ist eine Put-Option. Das würde bedeuten, der Preis darf nicht unter 4.700 Dollar rutschen. Ich betone nochmal, bitte nicht nachhören, das sind nur Beispiele. Dann schauen wir, was passieren würde, indem wir uns die Margin-Auswertung kurz anschauen. Wenn wir also, was habe ich jetzt hier gemacht? Geldkurs? Ja, das war falsch. Also ich storniere das ganz mal kurz. Ich bin ja gerade mit meiner kleinen Maus auf was Falsches gekommen. Nehmen wir an, wir würden also diese Option hier verkaufen. Dann sehe das Bild wie folgt aus. Wir würden also der Optionspreis, der liegt ja bei 34 Dollar, lag der ungefähr, bei 40 Dollar. Ne, heute ist der ES oder der S&P 500 schon wieder gefallen. Der Optionspreis liegt hier bei ungefähr 40 Dollar. Und das mal 50 würden wir eine Prämie einnehmen von 2.000 US-Dollar. Ja, das würden wir als Prämie einnehmen. Und wir bräuchten dafür eine Margin, also eine Sicherheitsleistung, die im Depot vorhanden sein muss, von 13.173 Dollar. Ja. Also so sieht das aus, wenn ich jetzt den MR, dann können Sie sich selbst ausrechnen, ist diese Option auf den E-Mini S&P 500 das Richtige für Sie? Ja. Habe ich diese Kontogröße? Der ist natürlich handelbar und wir sehen hier unten auch, ich zeige Ihnen das mal, dass wir ein sehr hohes offenes Interesse, also ein Open Interest haben, von ungefähr 15.000. Das bedeutet, dieser Mini S&P Future und die Option darauf sind hochliquide. Lohnt sich absolut, das zu handeln, aber eben
mit der entsprechenden Kontogröße. Ja, wir kommen auch noch im letzten Webinar, am fünften Webinar darauf, auf das Thema Risikomanagement zu sprechen. Das Gleiche ist natürlich, wenn ich einen Call verkaufe, ne, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der Preis nicht weiter steigt. Im Übrigen zeigt ja auch der Markt, dass der Markt davon ausgeht, dass der Preis nicht mehr wesentlich steigt, weil die Prämien für also über 5.000 Dollar hier wesentlich geringer sind, dann würden wir jetzt hier 29 Dollar Optionspreis haben, das Ganze mal 50, schauen wir uns wieder an, was wir dort an Prämie bekommen würden, würde bedeuten, dass wir 1.462 Dollar an Prämie kassieren würden. Ja. So, das ist dieser und das ist jetzt für größere Konten durchaus sehr interessant, auch weil die Liquidität sehr hoch ist. Und wir schauen uns noch den kleinen Bruder an, den Mikro E-Mini S&P und Optionen darauf. Und hier haben wir, das sehen Sie schon, einen Multiplikator von 5. Natürlich haben wir, bildet der genauso jetzt den S&P 500 ab. Wir haben die gleichen Options, die Basispreise. Aber wenn wir hier wieder auf die 4.700 gehen, haben wir auch hier wieder den gleichen Optionspreis. Da lag ja auch vorhin ungefähr bei 40, liegt ja auch bei 40. Aber was passiert? Wir bekommen hier, weil wir nur den Multiplikator 5 statt 50 haben, nur 200 Dollar. Vorhin waren es 2.000, hier sind es jetzt nur 200 Dollar. Man sieht aber auch, dass die Margin, also die Sicherheitsleistung, die zu hinterlegen ist, genau auch nur 1.300 statt 13.000 US-Dollar betragen. Und damit ist der Mikro ES, der MES, durchaus auch für kleinere Konten handelbar. Und die Liquidität ist bei bestimmten Optionen, also bei bestimmten Basispreisen, durchaus akzeptabel. Wir haben ja über 3.000 Open Interest und hier bei 5.000, 1.400. Also es ist durchaus eine akzeptable Möglichkeit, den ES oder den MES zu handeln. Gut, also das war das dazu erst einmal. Und natürlich gibt es noch andere Möglichkeiten. Und das sind jetzt viele Beispiele, die ich bringe. Am Ende wird es aber für Sie so sein, wenn Sie sich dafür interessieren, Future-Optionen oder Optionen auf die Indizes zu handeln, dass Sie genau Ihre Option finden. Ja, es kann sein, dass Sie ein kleineres Konto haben und sagen, okay, schön zu wissen, dass es diesen ES gibt mit dem Multiplikator 50, aber da muss ich viel zu viel Margin bezahlen. Das ist für mein Konto nicht möglich. Deshalb weiche ich lieber auf den MES aus und Sie werden sich den ES gar nicht mehr anschauen, bis Ihr Konto gewachsen ist. Ja. Insofern bringe ich heute zwar die Beispiele, aber Sie werden nicht alles für sich anwenden. Okay, was gibt es noch? Es gibt den S&P 500 Index, SPX. Das sind jetzt keine Future-Optionen, das sind Index-Optionen. Die bilden also keine Option auf einen Future ab, wie zum Beispiel auf den E-Mini, sondern die bilden eine Option auf den Index ab, auf den S&P 500. Und weil ich den Index in dem Sinne ja nicht kaufen kann, ist hier auch der Ausübungsstil europäisch. Das heißt, während der Laufzeit wird er Ihnen nicht eingebucht oder ausgebucht. Das können Sie dann logisch selbst entscheiden, ob Sie ihn verkaufen oder kaufen. Aber der wird nicht automatisch ein- und ausgebucht und die Ausübungsmethode ist immer bar. Also im Gegensatz zu dem Future, den ich vorhin gezeigt habe, bei der Future-Option, wird es so sein, dass wenn im Falle eines Falles die Option nicht so läuft, wie Sie sich das vorstellen, wird der E-Mini eingebucht. Ja, oder der Mikro E-Mini wird eingebucht. Hier passiert das nicht, da wird nichts eingebucht. Hier erfolgt am Ende der Laufzeit der Barausgleich. Und natürlich schauen wir uns auch hier wieder die Thematik in der TWS an. Das war der SPX, der hat den Multiplikator 100. Der wird auch gerne gehandelt. Ich muss noch warten, bis ich hier die Daten öffnen.
Und was Sie hier schon sehen, ist, dass extrem viele SPX-Optionen angeboten werden. Ja, also sehr, sehr viel. Und ich habe, um eine Vergleichbarkeit auch herzustellen, wieder 64 Tage Laufzeit genommen und auch wieder diese 4.700 für Puts und die 5.300 für Calls. Und da sehen Sie auch, dass der Optionspreis der gleiche ist. Ja, der ist sehr nah daran. Wir haben also hier ungefähr 41 Dollar. Und wenn ich jetzt hier in den Verkauf gehe, passiert Folgendes, um uns das einfach mal anzuschauen. Dann habe ich nicht wie beim ES 13.000 Dollar Margin zu hinterlegen, sondern 39.000, weil der Optionspreis ist genau der gleiche wie bei dem E-Mini E-Mini S&P ES. Aber ich habe ja den Multiplikator 100 und nicht 50. Ne? Und ich bekomme jetzt auch hier eine Prämie im Falle dessen, dass ich diese Put-Option verkaufen würde, von über 4.000 US-Dollar. Aber das ist auch wirklich nur für sehr große Konten geeignet. Ja. Das ist für kleine Konten nicht geeignet. Nichtsdestotrotz, der SPX, ich sagte das schon, ist sehr, sehr beliebt, hat eine sehr hohe Liquidität. Also im Vergleich zu dem, was ich Ihnen vorhin gezeigt habe, bei den ES und MES, haben wir hier eine viel mehr Open Interest, ja, bis zu 200.000, 34.000 und so weiter. Auch auf der anderen Seite bei den Calls ist das genauso. Ne? Sie sehen ja rechts immer die Puts, links die Calls. Und wir haben ja auch ähnliche Preise, wenn wir wieder die 5.300 nehmen und würden jetzt auch mal hier in den Verkauf gehen. Und schauen uns das näher an, dann sehen wir auch hier, dass wir eine ähnliche Margin zu hinterlegen hätten, ja, und eine Prämie von ungefähr 2.900 Dollar bekommen würden. Also das ist der SPX, hochliquide, wird sehr, sehr gerne gehandelt, allerdings nur geeignet für sehr große Konten. Schauen wir uns den nächsten an, das ist der XSP. Der XSP ist die kleine Form des SPX und ich handle den persönlich kaum, weil der hat nur eine sehr, sehr geringe Liquidität. Ja. Und Sie sehen, das ist auch ein Zehntel von dem S&P 500. Der hat ja, wir sind vorhin bei 5.000 Punkten gewesen, der hat eben 500 und wir hatten 4.700 Punkte als Basispreis für den Put genommen und hier sind es eben 470. Der Kleine hat hier nichtsdestotrotz den gleichen Multiplikator und wenn wir den in den Verkauf gehen, dann schauen wir mal, dann werden Sie sehen, dass Sie natürlich auch wesentlich weniger Prämie bekommen, ne? Also hier nur 400 statt 4.000 US-Dollar, aber dafür ist auch die Margin wesentlich geringer. Ja. Also der könnte geeignet sein für kleine Konten, wird allerdings nicht so gern genommen aus einem ganz bestimmten Grund. Und viel öfter wird der Spider genommen. Also hier dieser XSP, Mini SPX Index, der bildet ein Zehntel des SPX ab, allerdings mit einer geringen Liquidität. Und dafür sehr, sehr beliebt wird viel öfter der sogenannte Spider genutzt. SPDR, S&P 500 ETF, das ist keine Indexoption, das ist eine ETF-Option. Aber dieser ETF bildet den S&P 500 Index fast 1:1 ab. Und hier haben wir auch den Multiplikator 100. Der wird amerikanisch ausgeführt. Das heißt also, es ist durchaus möglich, dass auch während der Laufzeit der ETF eingebucht wird. Diese Option verhält sich fast deckungsgleich wie Aktienoptionen. Ne? Also es kann sein, wenn der Käufer seine Option ausübt, dass dann die Option auch ins Depot eingebucht wird. Physische Lieferung heißt, Sie würden im Falle eines Falles den ETF bekommen und die Verfügbarkeit ganz reguläre Handelszeiten von 15.30 Uhr bis 22.15 Uhr. Auch der bildet ein Zehntel ab, allerdings eben nicht des SPX, sondern wirklich ein Zehntel des S&P 500.
Und das ist einer, der hat eine sehr, sehr hohe Liquidität. Auf den gehe ich ein bisschen näher ein, weil der sehr verbreitet ist und auch für mittlere, kleine Kunden durchaus Sinn macht. Wir haben bei dem Spider SPY den Vorteil, dass wir die Diversifikation nutzen können. Also wenn man jetzt nicht in einzelne Aktien investieren möchte, dann nimmt man den Spider, dort hat man den gesamten S&P 500 im Paket. Ja, breite Aufstellung im Markt, ohne eine Vielzahl an Einzelwerten zu kaufen. Liquidität ist sehr gut handelbar, schauen wir uns dann gleich an. Sehr gut handelbar, hohe Liquidität bedeutet, die Orderausführung geht sehr schnell und auch mit einem geringen Unterschied zwischen An- und Verkaufspreis. Ja. Und wenn doch mal was passiert an der Aktien, Crash oder irgendwas, und Sie müssen aus dieser Option raus, so schnell wie möglich, dann ist es natürlich immer von Vorteil, wenn man eine Option nimmt mit hoher Liquidität. Ja. Ist ja auch logisch, wenn nur wenige Marktteilnehmer dabei sind und die wollen alle raus, dann wird es schwierig. Ja. So, wir haben mit dem Spider alle Möglichkeiten, die Optionen bieten. Also wir können verschiedenste Optionsstrategien anwenden. Da sind wir schon im ersten Teil etwas darauf eingegangen. Da gibt es natürlich noch viel mehr. Und im nächsten Webinar, im dritten Webinar werden wir uns dann auch die drei Top-Strategien anschauen. Und wir haben natürlich auch mit dieser Option die Möglichkeit, die Hebelwirkung auszunutzen. Wir haben also eine potenziell höhere Rendite bei relativ geringerem Investment. Aber das geht natürlich immer in beide Richtungen. Okay, so. Es geht weiter. Ich muss nochmal schauen hier. Ja, dieser Spider, ich habe ja mal den Chart-Vergleich aufgezeigt, wie er sich zum S&P 500 verhält. Die orange Linie ist der Spider und die blaue Linie ist der S&P 500. Also die sind nicht immer ganz deckungsgleich, aber der ETF ist schon sehr nah dran. Also in der Regel ist es schon so, wenn der S&P 500 gewinnt, gewinnt auch der Spider und umgedreht natürlich auch, wenn der S&P verliert. Ja. Wie verhält sich das Ganze jetzt? Ich habe jetzt hier mal einen ganz einfachen Strangle aufgebaut. Das haben wir im letzten Webinar uns angeguckt. Strangle ist eben, wenn ich einen Call verkaufe und einen Put verkaufe, weil ich davon ausgehe, dass sich in dem Fall der S&P 500 irgendwo hier dazwischen bewegt, aber nicht in einer Richtung ausbricht. Ja. Dann wäre es zum Beispiel so bei dem Spider, wenn wir einen Optionspreis haben, einer verkauften Call-Option von 1,50 Dollar, dann habe ich wieder den Multiplikator 100, genau wie bei Aktien. Und ich nehme für den Call 150 Dollar ein. Wenn ich dazu noch eine Put-Option verkaufe bei einem Optionspreis von 2,45 Dollar, dann nehme ich eine Optionsprämie von 245 US-Dollar ein. Und beides zusammen ergibt eben dann die Prämieneinnahme von 395 US-Dollar in dem Fall. Wir schauen uns den Spider auch noch an in der TWS, wie das sich verhält. Und zwar haben wir den Spider hier. Sie sehen schon hier, dass auch bei dem Spider sehr, sehr viele Optionsketten angeboten werden, also verschiedene Optionslaufzeiten. Also bei dem Spider hat man sehr, sehr viel Auswahlmöglichkeit und ich bin jetzt wieder als Beispiel auf diese 64 Tage gegangen. Der bildet jetzt auch ungefähr ein Zehntel ab, ne, von dem S&P 500. Deshalb, um bei unserem Beispiel zu bleiben, statt 4.700 diese 470 beziehungsweise 530 als Basispreis. Und da sieht man jetzt auch, dass wenn ich jetzt hier diese Option verkaufen würde, dann würde die sich so darstellen, dass eine Prämie von 426 US-Dollar zu erhalten. Also man würde diese 426 US-Dollar bekommen, abzüglich natürlich der Kommission. Aber was da auch sehr schön ist, dass die Kommissionen bei diesem ETF auch sehr niedrig sind. Das ist das eine. Aber auch die Margin ist überschaubar. Sie sehen auch schon, 2.700 Dollar bedeutet, dass der Spider für fast jede Kontogröße auch
also für viele, das wäre jetzt falsch, für viele Kontogrößen geeignet ist, auch für nicht ganz so große Konten. Und deshalb ist er auch so beliebt, weil er auch so eine hohe Liquidität hat. Wir sehen das hier unten, 55.000 Open Interest, 39.000 und so weiter. Und auf der anderen Seite bei den Calls ähnlich gelagert. Also hochliquide, Entschuldigung, hochliquide wird sehr, sehr gern genommen. Und dann haben wir hier auch noch den Call, natürlich genau das gleiche. Der Optionspreis in dem Fall 2,78. Das heißt, wir würden 278 US-Dollar erhalten, abzüglich der Kommission. Und haben auch auf der Seite bei den Calls eine sehr, sehr hohe Liquidität. Also ES wird sehr gern genommen, ist sehr liquide. Der SPX ist sehr liquide und der Spider SPY, das sind die drei auf den S&P 500, welches, was die Liquidität betrifft, die beliebtesten Optionen betreffen. Okay, das war der S&P. Wir kommen zur Nasdaq. Die Nasdaq, wer sie noch nicht kennt, oh, ich habe noch was ganz Wichtiges vergessen. Das fällt mir jetzt gerade bei der Nasdaq ein. Ich gehe noch mal ganz kurz zurück. Und zwar der S&P 500, der ist, was viele gar nicht wissen, doch auch sehr technologielastig. Ne? Also wir haben auch im S&P 500 44,5% der Marktkapitalisierung sind Unternehmen aus dem Technologiebereich. Ja? Also der ist nicht so konservativ, wie er scheint. Und der Nasdaq 100 Index, der beherbergt natürlich die innovativsten Unternehmen der Welt, umfasst moderne Industriewerte, besteht aus 100 der nach Marktkapitalisierung größten inländischen und internationalen Nicht-Finanzunternehmen, die an der Nasdaq-Börse notiert sind. Ja, also da sind keine Banken drin und Kreditinstitute. Der Nasdaq im Vergleich zum S&P 500. Die blaue Linie ist der Nasdaq und die grüne Linie ist der S&P 500. Klar, jeder weiß es, die Nasdaq hat sehr viele technologieorientierte Unternehmen gelistet, Wachstumsunternehmen gelistet und damit sind die schon erfolgreicher. Aber was man auch sieht, wenn man sich den Chart anschaut, es ist auch eine wesentlich höhere Volatilität drin. Also das kann steil nach oben gehen, aber die Nasdaq geht auch mal steil nach unten. Da ist der S&P 500, weil er mehr unterschiedliche Industrien beherbergt, doch immer noch, trotz der hohen Technologielastigkeit, immer noch ausgeglichener als die Nasdaq. Nichtsdestotrotz, wer von der Nasdaq profitieren möchte mit Optionen, auch da gibt es interessante Möglichkeiten, die schauen wir uns jetzt gleich an. Also auch hier gibt es wieder, genau wie beim S&P 500, den E-Mini Nasdaq 100, das hat ja das Kürzel NQ und den Multiplikator 20. Also die Nasdaq hat ja schon mal eine ganz andere Punktezahl, die liegt glaube ich momentan bei, weiß nicht wie es heute aussieht, bei 17.700 ungefähr. Und es gibt auch hier wieder den Mikro E-Mini Nasdaq 100, der hat einfach vor dem NQ noch das M für Mikro. Ja, auch der wird ist in Future-Optionen, wird der Future dann physisch geliefert im Falle eines Falles und genauso wie beim S&P 500 ist diese Future-Option fast rund um die Uhr verfügbar, von 0 bis 23 Uhr, aber auch hier der Hinweis, besser die Zeiten zu nutzen, der regulären Handelszeit zu nutzen und hier ist es wiederum so, für uns Europäer ideal, dass besonders die letzten Stunden an der Börse viel Aktivität zu verzeichnen ist, in der Regel. Auch hier möchte ich das zeigen, wie sich das Ganze verhält, wenn jemand den Nasdaq handeln möchte. Und zwar haben wir an der Stelle das Kürzel NQ. So, also wir sehen es hier oben, der aktuelle Kurs liegt bei 17.800 ungefähr und
der scheint dann doch wieder ein bisschen gestiegen zu sein. Fakt ist jedenfalls, ich habe auch hier zwei also Basispreise angenommen, also den Put etwas weiter weg vom aktuellen Preis und den Call auch etwas weiter weg. Und da sieht man schon, 16.700 habe ich mal als Beispiel genommen. Ich wiederhole es nochmal, bitte, bitte nicht nachhandeln. Das sind nur Beispiele zur Veranschaulichung. Ja. Ich handle die übrigens auch nicht. So, also 16.700, Entschuldigung, nicht falsch verstehen, ich würde den NQ, ich persönlich schon handeln, aber nicht diese Basispreise zurzeit. So, dann haben wir hier einen Optionspreis von 290 US-Dollar. Und wenn wir den jetzt verkaufen würden, sehen Sie schon, wir haben hier auch einen Multiplikator von 20. Das heißt, ich würde in dem Fall eine Prämie bekommen von 5.810 US-Dollar. Müsste dafür eine Margin hinterlegen, eine Sicherheitsleistung von 22.500 US-Dollar ungefähr. Also das, der NQ, man sieht das auch hier, der ist nicht wirklich hoch liquide, aber er ist durchaus handelbar, aber nicht sehr liquide, ist auch wirklich für große Konten eher geeignet. Und wir haben das hier dann auch bei 19.500, da sieht man auch, dass man dem Nasdaq jetzt nicht unbedingt viel zutraut, dass er groß steigt. Die Prämie, die Absicherungsprämien sind sehr gering und 37 mal 20 würde ich also hier bekommen, 740 US-Dollar, also nur 740 US-Dollar. Okay, wenn man diesen Basispreis nutzt, irgendein Beispiel muss ich nehmen, Sie können jetzt irgendeinen anderen 19.000er Basispreis nehmen, da ist die Optionsprämie natürlich oder der Optionspreis viel höher. Nichtsdestotrotz, dieser ist nicht wirklich hoch liquide. Ja, wir haben also ein niedriges Open Interest, aber trotzdem auch sehr teuer. Deshalb gibt es den, wo haben wir denn? MNQ. Das ist der Mikro Mini Nasdaq und der, muss ich hier schnell aufbauen, hat natürlich wieder die gleichen Basispreise, aber nur einen Multiplikator von 2. Ja. Und was ich jetzt hier schon sehe, ist, dass der ist eigentlich überhaupt nicht liquide. Man sieht schon, dass einige Preise gar nicht gestellt werden. Da gibt es keinen Open Interest, hier gibt es nur einen und der ist absolut nicht liquide. Den gibt es, mehr dazu würde ich jetzt nicht sagen, weil den brauchen wir nicht näher beachten. Die Liquidität ist einfach viel zu gering. Es gibt natürlich Alternativen dazu. Und hier gibt es eben auch wieder Indexoptionen auf den Nasdaq 100 Index. Das ist der sogenannte NDX. Und dann gibt es noch, der nennt sich jetzt hier nicht Mikro, sondern das ist der Nasdaq 100 Reduced Value Index, also mit einem reduzierten Wert. Der NQX, der bildet ein Fünftel des Nasdaq 100 ab, also 20%. Ja. Okay, wir schauen uns auch den an. Ich hoffe, das wird Ihnen nicht langweilig, dass wir die Beispiele durchgehen, aber ich denke, es ist wichtig, die Möglichkeiten zu kennen. Und wir schauen uns den NDX an. Wo ist er? Hier ist er. Der NDX. Schauen wir, bis die Daten sich aufbauen. Und auch hier, der bildet den Nasdaq-Index ab. Hier haben wir die Situation, dass wir hier den Multiplikator 100 haben. Und jetzt sehen wir schon, was gleich passiert, wenn wir hier so eine Put-Option verkaufen für 284 US-Dollar. Dann bedeutet das natürlich, dass wir viel Prämie bekommen würden, nämlich 28.460 Dollar. Ja, jetzt bekomme ich auch die Warnung, dass dieses 50.000er Demo-Konto das nicht aushalten würde, weil wir eine Margin-Leistung hinterlegen müssten von knapp 142.000 Dollar. Also der kommt eigentlich auch nicht für den Kleinanleger in Frage. Er ist handelbar, es gibt Open Interest, aber auch das ist überschaubar. Der andere war der, muss ich selbst erst mal gucken, war der NQX. Das ist also der kleine
der bildet sozusagen 20, ein Fünftel ab, also 20%. Der ist auch nicht sehr liquide. Ja? Also die Indexoptionen auf den Nasdaq 100 Index, die sind eher nicht zu empfehlen. Natürlich sind ja Preise gestellt, aber man sieht auch schon, dass die Unterschiede zwischen An- und Verkauf sehr, sehr hoch sind. Ja, also da denke ich, ist es wirklich nicht sinnvoll, die Indexoptionen des Nasdaq 100 zu handeln. Aber es gibt auch noch andere, den brauchen wir uns eigentlich auch nicht angucken, den Nasdaq 100 Mikroindex, den XND, der ist also ja eine Indexoption auch auf den Nasdaq 100. Der bildet ein Hundertstel des Nasdaq ab, ist durchaus handelbar, aber auch mit einer relativ geringen Liquidität. Das Thema haben wir generell beim Nasdaq 100 Index, dass die Liquidität mit dem des S&P 500 nicht vergleichbar ist. Also der S&P 500 ist viel liquider. Aber es gibt auch bei dem Nasdaq 100 Index noch ETF-Optionen. Also wer unbedingt den Nasdaq mit Optionen handeln möchte, dann gibt es die Alternative der ETF-Optionen. Und zwar ist das der Invesco QQQ Trust. Ja, der hat, der wird natürlich auch amerikanisch gehandelt, kann jederzeit ausgeübt werden. Und die Lieferung wäre im Falle eines Falles, dass dieser ETF eingebucht wird ins Depot. Und dazu gibt es dann auch noch den Invesco Nasdaq 100 ETF QQQM. Der wiederum, also der große, bildet den Nasdaq 100 Index nach, hat auch die höhere Liquidität. Allerdings, der kleine bildet ein Zehntel des Nasdaq 100 Index nach. Ja, und die beiden schauen wir uns jetzt zum Schluss auch noch an. So, wir sind wieder in der TWS QQQ. Hier haben wir jetzt die Situation, der ETF bildet den Nasdaq 100 ab. Ja, aber es ist nicht der Nasdaq 100. Demzufolge haben wir hier auch andere Kurse. Ne? Also hier ist der letzte Kurs 424. Und wenn wir jetzt mal vergleichbar da reingehen und sagen, wir nehmen den gleichen Abstand, dann haben wir hier eine Put-Option 390 und wir würden jetzt hier einen Optionspreis von 3,93 haben. Aber was ich noch zeigen möchte, ist, dass wir, deshalb habe ich gesagt, das ist eine tolle Alternative, diese ETF-Option, die ist natürlich hochliquide. Ne? Also wir haben ja auch ein hohes Open Interest bei den Puts und auch hier bei den Calls. Der ist durchaus handelbar und nicht ganz so beliebt wie der Spider, aber wenn man den Nasdaq mit Optionen handeln möchte, ist das eigentlich die Alternative. Wir schauen uns an, wie er reagiert. Die Option reagiert. Also wir würden jetzt hier natürlich bei einem Preis von 3,96 ungefähr, irgendwo in der Mitte, würden wir 396 US-Dollar erhalten und müssten eine Marge hinterlegen von 1873 US-Dollar. Also deshalb, das ist durchaus für normale Kontogrößen, ist immer relativ, ich weiß, eine handelbare ETF-Option. Ja, das Gleiche dann beim Call, 2,84, dann wären das also logischerweise 284 US-Dollar, die wir einnehmen würden. Und auch hier eine überschaubare Margin von 1500 Dollar. Deshalb ist dieser ETF auch so beliebt. Ja, also der wird schon sehr, sehr rege gehandelt für diejenigen oder von denjenigen, die auf den Nasdaq 100 Optionen handeln. Und es gibt natürlich auch hier noch den kleinen Bruder, QQQM. Sieht man schon, dass der ja wesentlich noch einen geringeren Kurs hat, 174, also bildet ja ein Hundertstel ab des Nasdaq. Und hier haben wir bei der vergleichbaren Option natürlich auch eine geringere Prämie, die wir bekommen. Aber logischerweise auch so gut wie gar keine Sicherheitsmargin, die hinterlegt werden muss. Aber was wir hier auch sehen, der wird eigentlich kaum gehandelt. Also der QQQ, das ist eigentlich der gehandelt wird. Wir sehen auch hier, das Open Interest ist
ist ganz, ganz gering. Ja. Um das Ganze nochmal zusammenzufassen für den Nasdaq 100, da wird hauptsächlich gehandelt über den Invesco Trust, ja, also Kürzel 3xQ. Das ist der beliebteste mit der höchsten Volatilität. Und jetzt muss ich gucken, wo ich den hatte. Und für größere Konten wird auch gern der NQ, also der E-Mini Nasdaq 100, also die Future Option auf den E-Mini Nasdaq 100 gehandelt. Ja, das sind eigentlich die beiden, wie der Nasdaq 100 handelbar ist. Gut, das dazu. Klar, hier steht auch drin der Russell 2000. Ich gucke gerade mal in den Chat. Ich kann leider die ganzen Fragen in der Form jetzt nicht beantworten. Aber scheuen Sie sich wirklich nicht, einfach mir auch eine E-Mail zu schreiben. Und scheuen Sie sich auch nicht, sich auf der Webseite umzugucken. Gehen Sie Kontakt mit mir, schreiben Sie mir eine E-Mail. Ich beantworte gerne Ihre Fragen, denn es tauchen ja auch viele Fragen auf. Ich garantiere auch, dass wir alle Fragen beantworten. Noch besser ist es, buchen Sie einfach ein Beratungsgespräch. Das ist wirklich unverbindlich. Wir verkaufen Ihnen auch nichts, was nicht zu Ihnen passt, sondern wir versuchen zu helfen, dass Sie das Wissen über Future-Optionen bekommen, was Sie benötigen. Und jetzt hatte ich ja gesagt, es gibt zum Schluss noch eine kleine Überraschung. Was haben wir gemacht? Aufgrund der vielen Anfragen bieten wir an, dass wir eben die Unterlagen für das Webinar 1, passives Einkommen mit Future-Optionen generieren, und für das Webinar 2, wie handelt man Optionen auf den S&P 500 und Nasdaq, dass wir Ihnen die Unterlagen zusenden. Mir ist klar, dass Sie nicht immer eine Stunde das ganze Webinar nochmal anhören wollen und gucken, wann hat er denn wo was gesagt, sondern wir senden Ihnen gern die Slides, die ich heute vorgestellt habe, auch zu. Das bedeutet aber, Sie müssten genau jetzt auch auf diesen Button drücken, der da erscheint. Dann schicken wir Ihnen gern, wie gesagt, die Unterlagen, die Slides, die Folien von den Präsentationen zu. Da können Sie das alles nochmal in Ruhe durchlesen. Und wenn dann Fragen auftauchen, wie gesagt, nicht scheuen, sich nochmal mit uns in Verbindung zu setzen. Okay, das war's von meiner Seite. Wie gesagt, ich beantworte gerne die Chats, Ihre Fragen, aber das ist einfach zu viel. Ich kriege das nicht hin jetzt in diesem Zeitrahmen. Dann müsste ich mir jetzt viel Zeit nehmen, mir das alles durchzulesen. Und das dauert zu lange, wäre auch für die anderen zu langweilig. Ich bedanke mich ganz sehr, dass Sie dabei waren. Nochmal ein Hinweis, das nächste Webinar dieser Reihe findet am 7.5. statt. Und wir werden uns dann darüber unterhalten, über die Top-Strategien beim Handel von Future-Optionen. Die werden wir dann etwas näher beleuchten und die werde ich Ihnen dann auch direkt in der Handelsplattform von Lynx Broker vorstellen. Vielen Dank, dass Sie dabei geblieben sind. Ich hoffe, dass wir uns am 7.5. wiedersehen. Laden Sie sich dann auch gern die Unterlagen herunter und ich wünsche Ihnen bis dahin alles Gute. Passen Sie gut auf Ihr Geld auf. Ihr Jörg Reichen. Musik